Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tomb Raider Underworld Speedrun Showcases hier auf meinem Kanal. Ich bin Oliver301, eigentlich nennt sich der Dumme ja mal zuletzt, aber das bedeutet, ich habe jemanden immer noch dabei und zwar den guten Kai. Hallöchen. Hallöchen, ich bin auch wieder mit dabei. So, und wir werden gleich deinen Speedrun weiterschauen, den du mir gegeben hast. Und zwar sind wir im Level Mexiko, haben den Oberweltanteil geschafft, sind jetzt in der Höhle und machen weiter in 3, 2, 1, los. Gut, wir hatten gerade eine kleine Pinkelpause gemacht und werden jetzt in der Unterwelt weitermachen. Und du hattest ja im letzten Part schon mal angedeutet, dass wir in dem Level später noch einen größeren Skip sehen. Gehe ich recht in der Annahme, dass das hier in der Unterwelt passieren wird? Ja, so ist es, weil viel mehr gibt es ja nach der Unterwelt gar nicht mehr. Also hier in diesem Bereich gibt es ein paar Skips, die leichter sind als der eigentliche Skip, den wir geskippt haben. Aha, wir haben einen Skip geskippt. Aber diese Brücken hier, ne? Die haben so eine richtig komische Physik, dass man manchmal, wenn man drüber auf sie drüber fährt, die komplette Geschwindigkeit verliert und dass man dann einfach runterfliegt. Ja, stimmt, das ist mir auch schon passiert, glaube ich. Es ist ganz komisch, ne? Also, ich glaube, mir ist das sogar gleich passiert. Also, eventuell sehen wir es gleich. Oder? Ah, hat gereicht. Vielleicht ist er auf dem Rückweg, wer weiß. Das ist so ein bisschen auch das, was ich im gesamten Mexiko-Level so ein bisschen bemängle. Es gibt hier relativ viel Backtracking. Einmal halt am Anfang den Abschnitt, wo du halt rumläufst und halt das Zeug ansammelst und dann wieder zurück musst und dann hier unten halt auch ein bisschen. Aber das ist ja generell in mehreren Levels, so zum Beispiel auch im Unterwasser-Level ganz am Anfang. Da müssen wir auch wieder zurückschwimmen zum Boot. Stimmt, da hat es aber irgendwie Spaß gemacht. Da hat's weil das Level an sich relativ lang war, dass es einem da nicht so stark aufgefallen ist. So, ja. Ich schätze mal, die Spinnen kannst du nicht länger ignorieren jetzt, werden ein bisschen aufdringlich. Oh ja, besonders weil das hier die schwierigste Schwierigkeit ist, da kill ich die einfach besser und da hast du ein bisschen mehr Spielraum, so dass du auch im Falle der Fälle hier Sachen erklären kannst und ja. Auch so der Abschnitt im Spiel, wo vermutlich sehr viele aufgehört haben zu spielen. Riesenspinnen. Mir persönlich ja vollkommen egal, aber es gibt ja Leute, die brechen Spiele ab, sobald sie eine Spinne sehen. Das ist wahr, aber ich bin ja glücklicherweise nicht so der Typ, der Angst vor Spinnen hat. Aber es gibt ja Leute, also. Ich sehe hier auch gerade, man kann sich während die Cutscene ist, wie die Türen aufgehen, scheinbar auch bewegen. Habe ich das richtig gesehen? Nee, ich habe die Cutscenes einfach übersprungen. Ach ja, und übrigens, das war schon ein kleiner Skip hier. Ja, das sah sehr interessant aus. Also wir sind da im Prinzip diese Rampe hochgesprungen, wo wir normalerweise eigentlich hin müssten für einen, das ist der Rückweg von einem Secret. Aber wir können ihn ja auch für uns nutzen, um zu unserem Ziel zu kommen, nicht wahr? Wie hast du das genau gemacht? Also das bist du da einfach hochgesprintet? Weil normalerweise lässt das Spiel ja das nicht zu, dass du diese Rampen einfach hochläufst. Oder geht das an der Stelle trotzdem? An der Stelle, du musst halt bloß mit einem Körpersprung draufkommen. Das ist das Einzige. Weil dann rollt sie sich halt wieder ab und du hast wieder diesen paar Frames, wo du halt weiterlaufen kannst. So. Es ist eine komische Rampe, also. Oh ja, und dieser Abschnitt, der ist immer... Boah, ich habe ihn sogar beim ersten Mal geschafft, gut. Weil es hat schon ein paar Runs von mir gekillt, dieser Abschnitt hier. Kann ich mir vorstellen. Ich sterbe da, glaube ich, auch regelmäßig bei den Mini-Rätseln hier. Sonst finde ich die ja relativ okay, dass sie so kleine Kammern bauen, wo man so Geschicklichkeit testet. Ja. Ich finde es hier nur irgendwie mittelmäßig gut umgesetzt in dem Spiel. Ach, okay, jetzt sieht man nochmal, wie der die Rampe benutzt. Diesmal fehlt es auch ein bisschen. Man muss halt diesen, den Körpersprung musst du halt ein bisschen spät ansetzen, damit du noch genügend Höhe hast. Und das ist vom Timing halt manchmal nicht ganz einfach, weil wenn du es zu spät machst, dann macht sie den Körpersprung nicht mehr und wenn du zu früh drückst, dann kommt sie da nicht mehr hoch. Aber diesmal hat es ja geklappt. Alles eine Frage des Timing. Jo.
Ach ja, und das ist übrigens das Secret, was man eigentlich hätte aufsammeln sollen. Die Rampe wäre dann eben der besagte Rückweg, aber. Secrets ignorieren wir ja sowieso konsequent. Ja. Was mir hier auch schon wieder auffällt, das fällt mir in allen Tomb Raider Titeln auf. Laura sammelt irgendeinen riesigen Stein ein und packt ihn in ihren winzigen Rucksack. Ja, der Riesenrucksack. Ich glaube, auch in Tomb Raider 4 war das doch, wo sie ihn bekommen hat, nicht wahr? Das könnte Tomb Raider 4, ja, das müsste Tomb Raider 4 gewesen sein, genau. Oh. Am aufgehenden Event trotzdem gestorben. Ja, das hat mich da auch ziemlich gewundert. Das passiert eigentlich nie. Oh ja, und Macht natürlich deshalb komplett ist. das Timing kaputt für alle weiteren Versuche. Ganz genau. Ja, das ist dann immer so schade, wenn das in einem Run passiert. Ist mir zwar noch nie, aber. It's always the first time. Nee, was sagen sie bei den hier, was schon von Speed Demo Archive? Wie hieß denn das? Ach ja, Awesome Games Done Quick, jetzt bin ich. Da ist ja auch immer so, ja, yeah, this never happened before. Ja, genau, der Marathon. Das Marathonglück. Im Januar übrigens, für alle, die es interessiert, im Januar findet wieder, wenn ich mich recht erinnere, das nächste Awesome Games Done Quick statt. Ach, das weißt du 2017 dann. schon? Ja, die Termine stehen schon fest. So. Ich Ah, das glaube, ist es ist gut. sogar schon die offizielle Liste draußen, welche Titel gespielt werden. Die habe ich Ach, ist sie zumindest schon durch? mit einem Kumpel bin ich durchgegangen neulich mal und ich glaube, die Liste war schon online für das nächste Speed-Demo Awesome Games Done Quick. Hm, nicht schlecht. Da können wir uns ja wieder auf was freuen. Und jetzt muss ich kurz nachgucken, ob das noch relevant ist oder ob sich das erledigt hat. Ich hatte nämlich, als ich hier für dieses Showcase Runner gesucht hatte, auch mal bei den Leuten von Germansh angeschrieben, ob die jemanden kennen. Und, ah ja, gut, die machen genau morgen, am 18. November, machen die auch ein Tomb Raider Showcase von den Ones auf ihrem Twitch-Kanal. Ist jetzt leider für die Zuschauer hier von dem Video nicht mehr relevant, aber ich werde es vermutlich nochmal auf Twitter oder sowas ein bisschen sharen. Und vielleicht auch für dich interessant. Bei Oh ja. twitch.com/germansh heißt es, glaube ich, gibt es am 18. November ein Showcase von den Tomb Raider-Titeln. Pünktlich zum, was war es, 25-Jährigen? Oder wie alt wurde die Spieleserie jetzt gerade dieses Jahr nochmal? Ich hab's vergessen. Also 97 ist rausgekommen. Nee, 96 ist rausgekommen, also Dann 10 sind wir aber Jahre. 20. Ne, sind wir aber Ah ja, 20 richtig, Jahre. 20. Zum Sorry. 20-Jährigen. Stimmt. Die spielen alle Tomb Raider-Teile? Das weiß ich gerade gar nicht. Warte mal, ich schaue noch mal in der E-Mail, die mir der gute Mann geschrieben hat, ob da drinne steht, welche Teile sie spielen. Naja, sie schreiben bloß lauter, schreibt er bloß in der E-Mail. Also ich Ah. vermute mal, sie versteifen sich vermutlich auf ein paar ältere Titel und vermutlich sowas wie Anniversary, was ja ziemlich groß ist noch in der Speedrunner Szene von den Tomb Raider-Titeln. Jetzt habe ich meinen Satz hinbekommen. Hast du das eigentlich Ja. mal selber gespielt? Anniversary. Tomb Raider Anniversary? Ja, natürlich. Ich habe es sogar schon für mich selbst gespeedrunnt. Ich habe es nicht aufgenommen, aber schon selber mal so einen Run für mich versucht. Und ja, finde ich auch ein ziemlich cooles Spiel. Basiert ja auch auf derselben Engine wie Tomb Raider Legend, was halt dann natürlich dieselben Glitches einfach ermöglicht. Ja, stimmt. Das find ich gut, wie du die Spinne hier fertig machst. Das ist eine sehr schöne Taktik. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist Ja, eine gute warum nicht einfach Idee. das Motorrad als Waffe nutzen, Hat ne? natürlich ordentlich HP gekostet, aber ja. Hat ja gereicht. Ich glaube, wir brauchen sowieso keine HP mehr in diesem Level. Also es gibt keine weiteren Kämpfe gegen Gegner, die wir machen müssten. Deswegen. Oh Mist, jetzt habe ich schon Jetzt habe ich einen Hinweis auf den kommenden Skip gegeben, weil es ja Jetzt muss ich theoretisch noch. selber überlegen, es gab noch Gegner im Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Level endete. Ach, Na warte mal, klar, wir doch, kommen doch ich, noch zu oder? dem Teil mit Tor. Ist das schon in dem Level? Wow, ich hab alles, ist schon wieder ein bisschen weg, alles. Also, du kriegst hier nicht den Hammer, aber du kriegst einen weiteren Gürtel. Und da ich. Ach, in Mexiko bekam man den Gürtel. Ja, ich warte einfach ab und dann lasse ich mich überraschen. Wir kriegen den Gürtel aber nicht. Das kann ich jetzt Verdammt. schon sagen. Also, Ein ich Grund mehr, glaube. warum ich mich überraschen lasse. Ja, aber
wie gesagt, hier gibt es einen krassen Skip und der wird hier was in folgender Höhle zu tun haben. War das jetzt der Abschnitt mit dem Labyrinth oder? Ich überlege gerade, was jetzt kam. Oder war das im ganz letzten Level mit dem Eislevel? War da das Labyrinth? Mhm. Das ist auch so, Tomb Raider Underworld, so ein paar Abschnitte wirken auch immer sehr ähnlich in meiner Erinnerung. Hier was kommt halt auch schade ist. Der besagte Skip. Ja, das stimmt. Manche sind halt ziemlich ähnlich oder bauen aufeinander auf. Aber wie du hier gerade siehst, diesen Teil, den wir eigentlich mit dem Motorrad hätten machen müssten, sind wir jetzt einfach zu Fuß rüber gesprungen. Und ja, deshalb, das Einzige, was wir hiervon brauchen, ist dieser Totenkopfschädel, der da ist. Und ja, Motorrad haben wir stehen lassen. Jetzt müssen wir halt nur irgendwie einen Weg finden, wie wir wieder zurückkommen, weil eigentlich bräuchten wir ja diesen Gürtel, damit wir den Klotz, der links neben dieser Rampe ist, verschieben können. Aber wer braucht den Gürtel schon, wenn wir einfach eine Rolle drüber machen können und wieder beim Motorrad sind? Ach, siehst du, das Spiel ist also so getriggert, dass du im Grunde den Gürtel überspringen kannst, weil du brauchst ja, glaube ich, zum Verlassen der Höhle brauchst du den Kopf, nicht wahr? Oder täusche ich mich? Ja, da? Genau. Zum Verlassen brauchst du den Totenkopf. Ah, das ist natürlich auch, hat wieder irgendjemand im Game Design oder in der Development-Abteilung nachgedacht, so, ja, der Klotz, der wird schon reichen. Aber auch irgendwie lustig, dass das Spiel so modular aufgebaut ist. Ich bin ja selber Informatikstudent. Mhm. Und da finde ich dann halt, das finde ich rein vom Programmiertechnischen interessant. Klar, hätte man besser lösen können, hätte man im Bug-Testing feststellen können. Ja, aber ich stelle mir sowieso bei so vielen Spielen heutzutage die Frage, gab es da eine Testabteilung, die da mal drüber geguckt hat? Bei vielen Ubisoft-Titeln habe ich so das Gefühl, die Antwort lautet nein. Ja, das kann durchaus sein. Aber du kennst ja, Programmierer sind faul. Also zumindest der einfachste Weg ist der beste für die. Also in dem Sinne. Mhm. So, und ich glaube, hier ist der Teil, wo ich an der Brücke sterbe. Weiß ich nicht mehr genau. Es ist ein bisschen länger als 3 Tage her, dass ich das hier aufgenommen habe. Oh, ja, nee. Das ist leider wahr. Haben ein bisschen Zeit dazwischen verloren. Aber ist ja nicht so schlimm. Die Tomb Raider Underworld Woche war ja noch nicht, deswegen. Ja, das hat sich sowieso alles verzögert und naja. Alles nicht so schlimm. Gut. Jetzt sind wir beim Ausgang oder wo sind wir? Genau. Richtig. Wir platzieren jetzt einfach schön den Schädel da drauf. Es ist auch schön, wenn das Spiel jetzt einfach weitergehen würde, so, ja, du hast den Gürtel halt nicht, ja, dann kannst du halt Thor's Hammer nicht benutzen. Pech. Wirst von Nadler getötet, Thema beendet. Das habe ich nicht genau hingeguckt. Der Sprung war normal, oder? Der Sprung war normal, ja. Sah gerade leicht falsch aus. Ach, jetzt sind wir schon im Eislevel. Kam direkt genau, danach. Genau, jetzt sind wir in Yan Mayen. Und hier gibt es einen ziemlich heftigen Skip direkt am Anfang des Levels, der was mit dem Turm auf dem Bild zu tun hat. Ja, der ist ja auch direkt am Anfang des Levels. Jo. Und ich werde ja auch nachher was erwähnen, was ganz witzig ist, was mir auch in deinem Let's Play aufgefallen ist, wo du fast einen Glitch getriggert hast, aber ihn halt nur nicht wusstest. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf was du dich da beziehst und ob es mir selber auffällt, dass ich das damals gemacht habe oder nicht. Jo, wir werden sehen. Erstmal allerdings können wir hier den Gürtel ausprobieren, den wir ja haben, beziehungsweise nicht haben. So, und jetzt kommt der heftige Skip, den ich angesprochen habe. Was wir jetzt gleich machen werden, ist, ich werde da gleich eine Granate herunterwerfen, werde versuchen, der Granate hinterher zu springen und möchte von ihr getroffen werden, denn das wird meinen Falldamage reduzieren. Sondern dann kriege ich halt nur den Damage von der Granate, aber den Falldamage selber nicht. Das klingt sehr interessant und richtig. Hat aber scheinbar nicht funktioniert. Und ich kann das schon mal sagen, es ist ein unfassbar schwieriger Trick. Also, es ist, ich habe in meinem aktuellen Rekord, habe ich ihn das erste Mal beim ersten Versuch geschafft. Und das war wirklich richtig krass.
Aber so in der Art muss man halt getroffen werden, nur eben halt so, dass du auf der Plattform landest und nicht runterfliegst, ne? Da wünsche ich mir fast, dass es eine größere Community für dieses Spiel gäbe, um halt solche Tricks in Perfektion zu sehen. Es gibt auch Naja. bei, ich mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber es gibt ja auch so ähnliche Tricks auch in ganz anderen Spielen und gerade auch bei Awesome Games Done Quick, wenn dann wirklich einer da sitzt und das halt wirklich vor der Drucksituation dann halt noch macht, dass da Ja. Leute zugucken und alles und er dann trotzdem den Trick perfekt schafft und du weißt, wow, das war gerade eine wirkliche Leistung. Und Und das da ist habe ich halt ihn schade, geschafft. dass es da halt gerade bei Underworld halt keine größere Community gibt. Werden wir jetzt hier leider auch mit diesem Showcase nicht anheizen können, aber Naja, wer dennoch an weiß, vielleicht. alle, wie ist eigentlich, wenn man diesen Run selber lernen möchte? Wo müsste ich mich denn da hinwenden? Am besten an den Runner selber oder gibt es ein Tutorial tatsächlich irgendwo? Ja, Wie das hast du es ist gelernt? die Sache eben. Ich habe es ja durch den langen Weg. Also ich habe viele verschiedene Videos angeguckt, wie auf YouTube mit Glitches, und ich habe die Runs, die es gibt, davon selber noch geguckt. Ich habe natürlich auch diesen einen gelöschten Run gesehen, der alle Levels zeigt, weswegen ich die Tricks alle noch kannte. Aber ansonsten, ja, vielleicht wäre das für mich ja die Möglichkeit, ein Tutorial zu machen, wo du es gerade erwähnst, weil so wirklich so ein. Wobei, es gibt eine Seite, die nennt sich tomprunner.net. Da findest du im Prinzip alle Techniken, die ich hier auch im Run benutze. Also da kann man die sozusagen erlernen. Ich glaube, die hatte ich im Laufe meiner Recherchen tatsächlich auch mal offen. Ich glaube, da hatte ich Ja, den stimmt. Glitch, den diesen Mexiko-Glitch damals mal nachgelesen. Das könnte Das bei kann denen sein. gewesen sein. Da bin Ach ich ja, mir die guten ziemlich alten sicher. Sticky-Grenades. Ich erinnere mich, das Spiel hatte ja die Haftgranaten. Jo. Und hier sind Und diese die Viecher. einzigsten Zombie-Gegner, die ich in einem Computerspiel irgendwie akzeptabel fand. Ach Weil es dieses echt? befriedigende, ist dieses befriedigende Töten von ihnen, dass du nochmal draufspringst und sie in ihre Stücke zerfallen. Ja, den Rest geben. Es ist so wie das Teabaggen Ja, bloß in in Halo machst du es, um den Gegner zu pwnen. Hier machst du es, um ihn halt wirklich zu töten. Danach kannst du Ja. nicht mehr teabaggen, weil nichts mehr da ist. Ach übrigens, hier kommt der Skip, den ich angesprochen habe. Und zwar, wenn man dieses Secret hier von der anderen Seite einsammelt, so wie jetzt gerade, dann wird man ein bisschen durch die Wand gezogen und kann einfach Oh gehen. Gott. Man muss nichts Großes machen, und in deinem Let's Play hast du es sogar noch von der anderen Seite eingesammelt und wurdest so ein bisschen an der Wand reingezogen. Sprich, du hättest eigentlich hier so rausgehen können, aber du wusstest das natürlich nicht, dass man das machen kann. Und ja, hier, also ich habe nicht gemacht, weil man könnte diese Tür jetzt auch noch überspringen, wenn man richtig crazy drauf ist. Da musstest du auch noch mal so einen Granatensprung hinlegen, und es ist echt ein verdammt schwerer Trick. Spart allerdings auch wieder viel Zeit, und ich dachte, es ist vielleicht ganz mal interessant, das Ganze zu sehen, so. Etwas, was in deinem Weltrekord, hast du das gemacht oder da Nee, auch weggelassen? da habe ich es weggelassen. Für die Konsole lohnt es sich auch gar nicht, weil wir eben diesen anderen Skip haben mit der Granate auf dem Turm. Weil auf dem PC, da hast du diesen einen Bug, dass du von jeder Plattform eben ohne Falldamage runterkommst. Und Ah ja, genau, da könnte man ja dann einfach runterspringen und sich dann durch die Wand glitschen an dieser Stelle. ja, genau. Und das, okay, kann ich. Ist es bei der Säulen, wir haben noch diesen einen Damage Cancel hier doch auch. Ist der nicht möglich bei der Säule? Ja, da gibt es nämlich ein Problem, und zwar, wir müssen ja die Waffen rausziehen, weil wir diese Rückwärtsrolle machen, ne? Und wenn wir das machen, dann aimt Lara automatisch auf die Zombies, die ja da auf den ganzen Ebenen und so weiter stehen. Wenn sie Ah, auf okay. einen aimt, dann ja, kriegt sie wieder den Fall Damage. Ja, das kann ich. Das ist natürlich doof. Und hier kommt noch ein weiterer cooler Skip. Und zwar, normalerweise würden da ja gleich diese Hammer auf die Brücke fallen und würden hier das Ganze einreißen. Und wir skippen das Ganze wieder mit einem ähnlichen Trick wie den Prolog-Skip. Und ja, wir stehen jetzt auf der Brücke, ohne dass die Hammer hier Ja, drauf und losgehen. auch der Gegner ignoriert uns komplett, weil der wird ja auch von einem Hammer getötet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das stimmt. Haben sie wohl gar keine Intelligenz erst eingebaut in denen.
Was ganz witzig ist, hier ist das jetzt, man sieht das vielleicht nicht ganz genau, aber die Fledermäuse sind jetzt auch eingefroren mit dem Gegner zusammen. Das ist sehr interessant. Also es ist, ich verstehe selbst auch nicht genau, wie es geht. Hat irgendwas mit Trigger-Bugs und sowas zu tun, weil er... Ja, ich nehme an, genau der Trigger dafür, dass die Hammer halt fallen, ist halt auf dieser einen spezifischen Plattform. Und dadurch, dass du halt mit dem Framesprung ignorierst du halt wirklich einfach die Box, die vermutlich gesetzt wurde. Die Größe des Triggers hat einfach... Ja, springst stimmt. drumherum. Genau. Wobei, es ist ja witzig, weil in der PS2-Version, da haben sie diesen Trigger noch größer gemacht und der ist sogar, auch wenn du diesen Trick machst, dass du halt aus der Luft drauf springst. Also der Trigger ist selbst in der Luft und kann trotzdem dann getriggert werden. Also ja. Ja, so wie es eigentlich auch sein sollte, wo man... Ja gut, da kann ich den Entwicklern ja eigentlich nicht mal einen großartigen Vorwurf machen, weil das ist was... Man kann den Trigger in der Luft setzen, okay, aber in der Regel würdest du ja eh sterben. Ja, eben. Davon kannst du halt nicht ausgehen, aber dafür können wir es zu unserem Vorteil nutzen. So, jetzt muss ich mir nochmal diesen Kicksprung anschauen. Okay, ach, okay, einfach in der Luft kicken. Mhm. Also der ist wirklich nicht präzise. Du läufst ja, halt auf die Kante zu, machst halt den Kick und dann, wenn sie fällt, drückst du halt, also dann mashst du die Rollentaste, damit sie keinen Falldamage kriegt. Also, ja. Ist auch ein ziemlich leicht. Ja, ist tatsächlich nicht schwer. So, und Amanda muss man halt auch sagen, die muss auch irgendwie in Geld schwimmen. Wir haben letztens in Thailand schon ein Boot von ihr kaputt gemacht und sie kauft sich einfach nochmal dasselbe. Ja. Fällt mir jetzt eigentlich zum ersten Mal auf, so, ja klar, das ist doch kaputt gegangen. Die muss ja einfach zweimal dasselbe Boot besitzen. Ja, hat sie auch. Das wird, glaube ich, auch in dieser Cutscene gesagt, dass sie sich nochmal dasselbe Boot nochmal gekauft hat. Und ja, so ist es, ne? Aber dafür war das natürlich für die Entwickler die ideale Gelegenheit, die Spielzeit nochmal in die Länge zu ziehen, indem man dasselbe Level macht. Was eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil ich finde dieses zweite Boot-Level gar nicht so schlimm und natürlich, Lara fährt auch mit Barfuß-Motorrad in der Eiswüste, würde ich ganz genauso machen. Aber ich finde den Abschnitt mit dem Backtracking gar nicht so schlimm, weil halt tatsächlich man in dem Level einfach übermächtig ist, dank dem Hammer. Oh ja, auf jeden Fall. Da kannst du nochmal so richtig den Hammer ausprobieren. Übrigens, wir sind auf dem Weg zu einem weiteren ziemlich riesen Skip hier, weil normalerweise müsstest du ja hier diese Statuen und so weiter, irgendwelche Zahnräder einsetzen und damit das Tor öffnen, nicht wahr? War doch irgendwie so. Ja, genau. Und ja, was wir jetzt machen ist, wir ignorieren das komplett, sondern schwimmen hier rechts an diesem Tempel vorbei. Wie ihr gleich sehen werdet. Und das ist auch so ein Trick, der ist so einfach. Da haben die Entwickler wirklich einfach nicht getestet. So. Das könnt ihr zu Hause nachmachen. Das ist also einfach nur hier weiter schwimmen und ihr seht, was passiert. Testen ohne größere Gefahr. Nachmachen empfohlen. Definitiv. Es spart euch den ganzen Stress mit den Zahnrädern. Natürlich an dieser Stelle auch Spiel erst auf Casual spielen, weil sonst habt ihr ja also... Ja. Nicht jetzt Spiel kaufen, obwohl es gerade bei Steam im Angebot ist. Das ist tatsächlich, ich habe gerade Steam aufgemacht und so, hey, die gesamte Tomb Raider... What the fuck? Ah ja, gut, Wasser brauchen wir nicht. Das ist wirklich was, das hätte dir beim Playtesten auffallen können. Es ist komisch, ne? Weil du schwimmst da halt wirklich nur lang. Du machst nichts im Prinzip. Du schwimmst einfach nur dahin. Und hier kommt der gesamte Bereich ohne Wasser eben. Und ja, man sieht, es ist ein bisschen verbuggt hier oben, weil es eben nicht gewollt ist. Aber es wundert mich ja auch, dass das Ganze hier überhaupt noch einen festen Boden hat. Also, dass du hier stehen kannst. Weil sonst ist es ja auch in den meisten Out-of-Bounds-Bereichen so, dass der Boden dann nicht mehr solide ist und du einfach hindurchfällst. Aber, ja, wie es aussieht, klappt das hier wohl. So, wir sind einfach nur, bist einfach nur rechts am Tempel vorbeigeschwommen, nicht wahr? Ja, ganz genau. Das ist ja wirklich, das hätte doch irgendwem hätte das auffallen können.
Ich meine, das probiert man doch als Casual-Spieler bestimmt auch selber aus. Einfach mal da lang. Ja, gerade schon alleine wegen des Erkunden, so ist ja vielleicht noch irgendwie ein Kristall oder sowas. Genau. Ist ja nicht so, als würde ich das Spiel nicht motivieren, die Welt zu erkunden. Eben. Deswegen. Und das sieht jetzt halt alles wirklich so kaputt aus, das hätte doch irgendwie mal fallen können. Und jetzt ist wieder Wasser da, sehr schön. Jetzt schwimmen wir wieder in den legalen Bereich. Also, wir haben jetzt im Prinzip das gesamte Puzzle hier mit den Statuen und so weiter geskippt und sind jetzt wieder beim Eingang des Tempels. Und wir müssen halt nur einmal hier diesen Ladetrigger hier einmal erreichen, sodass die Gegend hinter uns jetzt auch wieder geladen ist und dann sind wir im Prinzip free. Super. Und das ist auch wieder eine Sache, das ist so einfach, das kann, also wie gesagt, kannst du auch mal vielleicht im Stream ausprobieren, wenn du Bock darauf hast. Werde ich auf jeden Fall mal tun, ja. Da kriegt man ja fast Lust, das Spiel direkt nochmal zu spielen. Und dadurch, dass ich sowieso gerade den ganzen Tomb Raider-Titel spiele, habe ich da sowieso irgendwie gerade Lust drauf. Vielleicht, mal schauen. Wenn du in der Tomb Raider Underworld Woche Zeit hast, wer weiß. Ja, ich weiß nicht, ob es eine direkte Tomb Raider Underworld Woche gibt. Dafür mache ich ja im Grunde hier dieses Speedrun Showcase. Ach so, ja. Aber mal schauen. Jo. Vielleicht gibt es auch so eine Art Livestream-Woche, dass ich dann einfach irgendwie eine Woche lang immer abends eine Stunde streame oder sowas von dem Spiel. Mhm. Ja, das wäre doch auch cool. Wird sich zeigen. Ich schätze sowieso, dass der Speedrun schon nächste Woche oder erst in 2 Wochen. Muss ich nochmal meinen Zeitplan durchüberlegen. Ja. Ich meine, du hast ja. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt auch noch machst, also, weil. Na gut, Legend hast du durchgespielt, Anniversary hast du dann auch noch, aber das hast du ja schon in einem 1-Stunden-Let's Play. Wolltest du da noch irgendwas machen, von wegen Anniversary? Das ließe sich vielleicht sogar machen, ja, aber ich bin ja jetzt erstmal, spiele ich noch die Ports durch und dann mal schauen, wie Zeit ist. Jo. Vielleicht findet sich nochmal ein anderes Spiel, was man jetzt planen kann, sonst könnte man Anniversary tatsächlich fortsetzen. Aber jetzt hier an dieser Stelle keine Versprechen oder so. Ja. Aber das Spiel ist prinzipiell erstmal nicht so scheiße, dass ich es nicht zu Ende spielen würde. Ja. So, und diese ganzen Zombies hier, die können wir natürlich getrost ignorieren. Au. Oder auch nicht. Wow, ich bin da gestorben. Krass, also ich bin da tatsächlich öfters. Mist, ich mache mir voll den schlechten Eindruck hier so. Erstmal so angepriesen, so als von wegen. Da seht so, ihr auch, ein Weltrekordhalter ist nicht perfekt. Ja. Schon gar nicht, wenn Lara dein größter Feind ist. Aber das hätte ich. Mensch. Dass ich da schon gestorben bin, das ist ja fast schon ein bisschen peinlich hier. Aber wir nähern uns auch dem Ende des Spiels. Einen richtigen Boss. Ja, stimmt. Kommt ja eigentlich jetzt nur noch die Riesenhalle, wo man irgendwie einen Haufen klettert und dann ist das Ding doch schon durch, ne? Wenn ich genau. Mich recht erinnere. Einen richtigen Bossfight gab's ja leider nicht. Dürfen wir uns da noch auf einen Glitch freuen oder ist jetzt einfach nur noch mal straight durchklettern? In gut natürlich. Also wenn man in meinem Let's Play gesehen hat, weiß man, das, was ich gemacht habe, war nicht gut. Wieso hast du so viel gefailt? Ich hab halt einfach das Level nicht mehr gekonnt und habe halt einfach alles falsch gemacht, so gefühlt. So, ich glaube, alleine bis ich da unten wäre, hat es bei mir 2-3 Parts gedauert. Naja, den Glitch kanntest du ja auch. Aber ja, ich glaube, das war auch der letzte Skip hier, den wir sehen werden. Glaube ich. Nein, ich will ja noch nicht spoilern, aber wir können uns noch auf hier was freuen. Na, da freue ich mich ja. Also ich bin immer so ein bisschen zwiegestalten, auch beim letzten Abschnitt hier. An sich finde ich die Idee ja schön, dass es so nochmal ein großes, stressiges Kletterlevel ist, aber andersrum denke ich mir so, Nadla, was bist du eigentlich für ein Depp? Ich meine, Lara klettert da in aller Ruhe um dich herum und du kriegst einfach nicht hin, sie fertig zu machen. Ist echt so. Diese Feuerkugeln, die paar, die sie dir abwirft, die sind ja lächerlich, so.
Also hier hätte ich vielleicht, hätte ich einen Bossfight cool gefunden, so, aber. Man muss natürlich auch vorher sagen, vor diesem Spiel kam ja Anniversary raus und da hattest du ja schon mal Nuttler als Bossfight. Ja, Hätte stimmt. man dem Spiel vielleicht Ideenlosigkeit vorwerfen können, wenn sie nochmal denselben Bossfight hier reinschmeißen. Obwohl ich Ja, mich gut. gerade nicht mehr an Anniversary direkt an den Bossfight erinnere, weil ich habe es, glaube ich, auch nie wirklich komplett durchgespielt, sondern auch nur angesehen. Und ich weiß nicht, wie sehr Nuttler da ein Bossfight war. Ich glaube, es gab einen. Sie war der Aber Bossfight. das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Oh. Sorry. Also gab es doch. Dann schneide ich den Part ein bisschen raus, was ich gerade gesagt habe. Aber, naja, gut, man hätte es vielleicht in einer abgeänderten Version machen können, meine ich. Ja, das stimmt. Irgendwas hätte man sich da ausdenken können. Aber vielleicht war auch einfach so. Ich bin immer so der Meinung, am Ende eines Spiels sind die Entwickler sowieso der Meinung, das sehen doch eh bloß 20% der Spieler. Warum sich Mühe geben? Ja, gute Ansicht. Was halt leider irgendwie schade ist, aber gerade wenn man mal irgendwie so in Steam in die Achievement-Listen guckt, ist halt wirklich so, nur so ungefähr 20% der Spieler kommen irgendwie bis zum Ende. Tja, es ist leider so. Musst du Mir halt. fällt gerade kein Beispiel mehr ein, aber ich hatte wirklich vor einer Weile ein paar Spiele durchgespielt, wo ich mir so dachte, ja, erste 3, 4 Stunden super und danach flacht es einfach so hart ab. Ach, ich glaube, es waren die Uncharted-Titel. Echt, So, die die sind am Anfang Uncharted-Titel? einfach echt super und so ab der Hälfte werden die einfach so mittelmäßig. Wirklich nur noch Geballer die ganze Zeit, kaum noch Rätsel. Okay. Ich glaube, Uncharted 3 habe ich auch, glaube ich, komplett Let's Played. Ich glaube, da merkt man auch in einem gewissen Part dann, da habe ich dann, glaube ich, den Schwierigkeitsgrad im Spiel dann auf leicht gestellt, weil ich keine Lust mehr hatte. Ist Uncharted nicht so ähnlich wie Tomb Raider auch? Würde ich nicht wirklich vergleichen. Also die alten Tomb Raider haben halt gerade was das Kampfsystem angeht eine ganz andere Attitüde, weil halt hier dieses Auto-Aiming drin ist und sowas, deswegen kannst du die Kampfsysteme nicht vergleichen. Die alten Tomb Raider haben ja auch noch sehr stark auf Exploring gesetzt. Ganz kurz, hier ist noch der letzte Skip. Ich Wir sehe sind auf der gerade. Plattform, die sich eigentlich gerade noch dreht, aber man hat, glaube ich, 3 Frames oder so, also ganz wenige, wo du früher auf die Plattform draufspringen kannst. Ja, und dann kannst du halt hier diesen Bereich hier eher erreichen, als du eigentlich solltest. Bringt einem aber nicht viel, wenn man dann beim Hochspringen auf die nächste Plattform scheitert. Ja, das war gerade komisch so. Ich meine, man sieht, ich springe hoch, aber aus irgendeinem Grund wollte sie sich nicht dran festhalten. Ist halt Lara. Ja. Nee, aber bei Uncharted, also klar, man merkt, dass sich gerade Uncharted an Tomb Raider bedient hat, aber dann halt mit dem Third-Person-Action-System schon noch was Eigenes gebaut hat. Und jetzt bei den neuen Tomb Raidern merkst du halt, ja, sie haben sich dann halt am Kampfsystem von Uncharted wieder bedient. Haben halt einen Ach klassischen Third-Person-Shooter so. draus gemacht. Aber ich finde immer noch, gerade Tomb Raider 13 und halt gerade Rise of the Tomb Raider haben halt wieder auch so einen großen Exploration und halt. Uncharted ist halt ein Action-Schlauch. Das sind halt zum großen Teil Schlauchlevel, auch wenn es jetzt im neuesten 4, 5, weiß ich gerade gar nicht mehr, welche Nummer das Ding hat. Auch größere Gebiete gibt, aber das ist am Ende immer noch ein Action-Schlauch. Ja. Und die Tomb Raider-Titel setzen da halt doch viel mehr auf Exploration und Erkunden und gerade jetzt auch mit dem Skillsystem, was halt noch drin ist. Ach so, Ich verstehe. finde, dies zu vergleichen ist immer schwierig. Ja. Die Leute, die es machen und sagen, die Spiele sind gleich, die haben nie beide gespielt. Die gehen mir Sorry. dann auch auf den Sack. Tut mir leid, ich habe nie Nee, ich Uncharted mache, gespielt. man kann es ja auch nicht direkt einen Vorwurf machen, gerade wenn man es nicht gespielt hat, dann sage ich aber, nee, das ist eigentlich nicht so. Tomb Raider ist halt anders. Es ist so halt, Seine was man so eigene auf Weise den. anders. Es ist halt sowas, was man auf den ersten So, Blick im halt so Grunde sind wir annehmen durch, würde. ne? Muss ich auch nochmal. Oder kommt noch was? Ich weiß es nicht mehr. Kam noch was oder sind wir eigentlich durch? Ja, also im Prinzip, der Tempel stürzt ein, Lara hat die Welt gerettet und ja, hat Wir ihr sind jetzt bei trotzdem. ca. 1 Stunde 20, abzüglich ein bisschen. Die genaue Zeit ist ja dann hier im Video eingeblendet. Ja. Aber aus Speedrun-Tradition zeigt man am Ende nochmal die letzte Cutscene.
Es gehört einfach so dazu, weil man legt gerade den auch, weil Controller. man hat ja gerade über eine Stunde irgendwie gespielt und will dann noch das Ende genießen, ist ja immer so. Genau, sozusagen die Belohnung. Und jetzt können wir vielleicht noch so kurz so auf die Story über Underworld kurz reden, so weil was genau hatte Lara eigentlich die ganze Zeit vor? Sie wollte doch eigentlich nur ihre Mutter wiederfinden, so von wegen, weil sie von Amanda erfahren hat, dass sie eigentlich nicht tot sei. Ja, jetzt. Genau, mit Legend ging es ja so aus, dass man am Ende von Legend, Achtung, Spoiler, ich gucke gerade das Ende von Underworld, also tut mir leid. Genau, dass man halt, am Ende von Legend erfährt man halt, dass es diese Portale überall in der Welt gibt, mit Schwertern drinne und die bringen dich halt nach Avalon, Niflheim, in eine mythische Unterwelt, diese hier. Und Laras Mutter ist halt in ihrer Kindheit durch eins dieser Portale gegangen. Lara dachte jahrelang, sie ist tot. Und hat dann halt am Ende von Legend rausgefunden, dass es diese Portale gibt und ihre Mutter möglicherweise noch lebt. Also auf der Richtig. Suche nach Niflheim, Avalon, was auch immer. Halt in Underworld ist man jetzt auf der Suche und hat dabei noch den Spuren von Laras Vater ein bisschen auf dem Grund. Der hat nämlich auch diese Portale gesucht. Und naja, dann geht man halt am Ende auf der Suche nach Thors Hammer, weil Thors Hammer halt auch irgendwie ein mythischer Zugangspunkt, glaube ich, ist oder sowas. Ich Ja, glaube, er ist halt ihr man Eingang. verfolgt die Spuren von Laras Vater, kommt dabei dann wieder auf die Spur von Nadla, die halt aus dem ersten, allerersten Tomb Raider bekannt ist. Und ja, die macht dann halt in der Mitte des Spiels, tötet sie halt Alistair und vernichtet das Croft Manor. Und wir sind dann halt pisst und wollen Thors Hammer finden und reisen ihr dann halt hinterher, A, nach Avalon und B, um sie mit dem Thors Hammer zu töten. So. Ja. Und das hier ist jetzt Nepal. Das ist eins der Level von Tomb Raider Legend übrigens. Wenn ich mich recht Ja, erinnere, müsste stimmt. das hier der Nepal-Abschnitt sein. Das vorletzte. Das, ja, genau. Da, wo man das Schwert findet, meine ich sogar. Genau, da wo du Excalibur dann komplett zusammensetzt in dem Level. Auch ein schöner Abschnitt, wie man dann Excalibur kriegt und dann alles kaputt walzen kann. Ja. Oh ja. Aber es gibt ja leider nur ein Level, wo du Excalibur benutzen kannst, was ein bisschen schade ist. Weil du. Naja, du kannst, wenn du das Spiel durch bist, kannst du Excalibur über einen Cheat in jedem Level aktivieren. Ach so, echt? Ich habe noch nie gecheatet, um ehrlich zu sein. Nee, das ist dann ist ein Ingame-Cheat direkt. Das Spiel hat ja im Pausenmenü gibt es einen Punkt Cheats und wenn ich glaube, sobald du das Spiel durch bist, wird das Excalibur dort freigeschaltet und dann kannst du es einfach immer benutzen. Ausprobiert. Muss ich vielleicht mal machen so. Ja, das ist so für einen zweiten Speedrun, für einen zweiten Run oder ich glaube, es gibt ja auch im Spiel diese Zeitherausforderungen. Ich schätze, die kannst du auch mit Excalibur dann spielen. Ist das natürlich, glaube ich, eine Zeitersparnis. Oh ja, wobei, wenn du einen Siderun machst, dann bist du eigentlich nicht drauf aus, die Gegner zu killen. Dann willst du einfach nur schnell durchrushen und das war's. Ja, ich glaube, in Legend war es ja auch nicht so, dass es irgendwie Bereiche gibt, die dich erst weitergelassen haben, sobald du da alle Gegner getötet hast. Da konntest du, glaube ich, immer irgendwie die Trigger so überspringen, dass das ging. Nee, da gibt's in der Wüste, in dem zweiten Level, musst du ganz am Ende Ach ja, deiner. genau, da musstest du alle töten, damit die Cutscene dann anfängt. Stimmt. Ja, genau. Im Peru-Level ist das. Exakt. Ach, übrigens, jetzt gerade haben wir das Ende gesehen und es gibt hier auch ein Alternativende, wo es dann hier noch weitergegangen wäre. Kennst du das? Ja, ist das nicht sogar auch im Menü anwählbar vom Spiel? Nee, das, wobei, vielleicht wenn du alle Secrets hast, da weiß ich nicht ganz Bin mir genau. gerade, ich hab's mal gesehen, ja. Es ist auf jeden Fall in den Spieldateien versteckt, aber du musst es mit Hilfe eines Hacks dann in das Spiel wieder rein machen, sodass es dann abgespielt wird. Und ja. Es endet, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ob ich das überhaupt erwähnen darf hier. Ich glaube schon, ja, warum nicht? Es geht, würde halt so weitergehen, dass du nochmal siehst, wie Lara weggeht von diesem Tempel eben und Amanda ihr nochmal hinterher rennt und Lara schießt dann Amanda einfach kurz ins Bein und lässt sie dann im Eis zurück. Sozusagen, dass der Spieler den Gedanken hat, dass sie dann am Ende halt stirbt. Das haben die eben in diesem Ende halt rausgelassen. Finde ich auch irgendwie überflüssig, weil jetzt in dem regulären Ende haben die beiden sich ja irgendwie so quid pro quo
Ich nerv dich nicht, wenn du mich nicht mehr nervst, so nach dem Motto. Gut, ja. Damit sind wir durch. Haben wir diesen Speedrun geschafft, das Showcase. Jo. Und ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, die Zuschauer fanden es auch interessant. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du deine Zeit geopfert hast und mir diesen Run produziert hast und natürlich auch für die Kommentare dabei. Oh ja, sehr und, gerne. Deswegen kriegst du jetzt einfach noch ein paar Sekunden für schamlose Selbstwerbung. Eigentlich viel gibt's da nicht wirklich zu sagen, weil ich außer meinen Speedruns nicht wirklich... Aber ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, euch die Sachen hier zu zeigen. Ich kann es nur mal sagen, also wenn ihr Bock habt, probiert mal ein paar der Tricks selber aus, weil die sind echt nicht so schwer zu machen. Also zumindest die meisten von denen. Und ja, schaut auch mal in Ollis Let's Play rein, wenn ihr das Ganze mal casual und in richtig schöner Qualität sehen möchtet. Ja, dann haben wir es damit auch geschafft. Vielleicht hören wir dich ja nochmal wieder zu einem Legend One. Mal gucken, was die Community dazu sagt, ob sie dich dazu verdonnert bekommt. Ja, also ich wäre gerne dabei. Also. Würde auch. Gut, dann danke ich dir nochmal und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video dann wieder hier auf diesem Kanal und auf Wiedersehen. Alles klar, auf Wiedersehen.